Du hast Rückenschmerzen in deiner Lendenwirbelsäule und du willst endlich nur noch die Übungen machen, die dir wirklich auch etwas bringen, dann bist du hier genau richtig. Hier geht es im zweiten Teil heute darum, welche Übungen du machen kannst, wenn deine Bauchmuskulatur und deine Hüftmuskulatur in der Exzentrik nicht gut sind. Denn das kann dazu beitragen, dass du Rückenschmerzen bekommst. Heute wieder dabei bist. Mein Name ist Sarah und ich bin Expertin für Bewegung und für Körpertherapie. Und heute habe ich dir wieder ein Video mitgebracht zum Thema Rückenschmerzen in der Lendenwirbelsäule. Was kannst du an Übungen machen, damit du die auch wirklich langfristig los wirst? Dazu habe ich dir in einem Video zuvor 4 Tests mitgebracht, wo du dich selber testen kannst. Wo sind deine Auffälligkeiten? Was kannst du gut? Was kannst du nicht gut? Denn du musst natürlich nur Übungen für die Dinge machen, die bei dir nicht gut sind. Ja? Und das solltest du natürlich testen, bevor du jetzt diese Übungen machst. Dementsprechend würde ich dir empfehlen, falls du es noch nicht getan hast, klicke hier oben und dann machst du als allererstes die Tests. Heute kümmern wir uns um Übung Nummer 2. Das war der Reverse Crunch. Und was testet der Reverse Crunch? Der testet die Bauchmuskulatur und die Hüftbeugemuskulatur in ihrer Exzentrik. Das heißt, langsam gegen einen Widerstand nachzulassen. Und da haben viele Menschen ganz oft Probleme mit. Und wenn das bei dir auch so ist, dann sind die folgenden Übungen total sinnvoll für dich. Wichtiges vorab. Ich möchte, dass wenn du die Übungen durchführst, dass du darauf achtest, dass du deinen Rückenschmerz nicht auslöst. Das heißt, Rückenschmerzen solltest du nicht haben. Was passieren darf, ist, dass du Muskelanspannung und vielleicht auch fast schon Krampfgefühl in Bauch und auch in Hüftmuskulatur bekommst. Das ist völlig in Ordnung. Aber du solltest die Spannung nicht in deinem Rücken merken, weil der soll da bei diesen Übungen nicht vermehrt arbeiten. Ganz wichtig. Ziel dieser Übung ist natürlich dieses exzentrische Arbeiten, also dieses Nachlassen gegen einen Widerstand zu verbessern. Alle Übungen, die ich dir jetzt gleich zeige, bauen aufeinander auf. Ja, das heißt von leicht nach schwer. Du machst am Anfang am besten, startest du mit Stufe 1 und wenn du die gut kannst, kannst du direkt in Stufe 2 gehen. Gut kannst heißt, dass du 3x15 Wiederholungen gut durchführen kannst mit einer guten und korrekten Ausführung. Wenn du das schaffst, dann kannst du in die nächste Stufe aufsteigen. Gute Ausführung, was heißt das? Das werde ich jeweils immer erzählen. Wichtig ist dabei aber vor allen Dingen, dass du den Rumpfbereich stabil hältst. Starten wir mit Variante Nummer 1, Stufe 1. Und dabei sind beide Füße aufgestellt. Du hast, wenn du eine Hand nimmst, so noch eine Handbreit Platz hier unterm Rücken, spannst deine Bauchmuskulatur ein wenig an. Das heißt, ziehst den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule und versuchst diese Position zu halten. Das heißt, wenn du jetzt ein Bein anhebst, geht dein Rücken weder in ein Hohlkreuz, noch wird er rund, noch sackt er ab. Also wenn du es von vorne betrachtest, dass dein Becken so zur Seite kippelt. Dafür kannst du deine Hände an die Beckenknochen legen. Ja? Das heißt, du spannst den Bauch an, du hebst das Bein an, streckst es aus und dann hebst du es an Richtung Decke und lässt es langsam wieder runtersinken. Anheben Richtung Decke, langsam wieder runtersinken. Ja? Immer wieder 15 Wiederholungen und dein Rücken bleibt, wie gesagt, genau, oder dein Rumpf genau in der Position, in der du ihn am Anfang gebracht hast. Wenn du davon 3x15 gut kannst, dann kannst du das andere Bein ausstrecken und hier das Knie strecken, sodass deine und den Fuß anziehen, sodass du Spannung hier im unteren Bein hast. Also du streckst es aus. Und machst die gleiche Übung, dann ist es etwas schwieriger, das zu halten, hier vom Rumpf her. Ja, gleiche Übung. Okay, wieder 3x15. Kannst du auch das, dann hebst du deine Beine in die Luft an. Und jetzt wird es spätestens auch für die Bauchmuskulatur ein bisschen anstrengender. Die ersten beiden Übungen waren vor allen Dingen mehr Fokus auf dem Hüftbeuger. Jetzt geht es noch mehr auch an die Bauchmuskulatur. Das heißt, du hebst beide Beine an,
Und wichtig ist es jetzt auch wieder, dass dein Rücken in der Position bleibt, in der er ist. Du kannst gerne, wie im Test, dir ein paar gefaltete Socken in den unteren Rücken legen, sodass du merkst, wenn du den Kontakt mit den Socken verlierst. Ja, das ist vom Test her, war das echt eine super Sache. Und was du jetzt machst ist, du streckst ein Bein aus und führst es wieder ran. Ausstrecken, wieder ranführen. Und wichtig ist dabei jetzt auch wieder, dass du den Kontakt mit der Socke behältst. Ne? Das heißt, dein Becken kippt nicht, ich versuche das mal vorzumachen, gucken, kriege ich Sinn, dein Becken kippt nicht hier nach unten runter und kommt dann wieder zurück. Ich mache es nochmal. Das hier passiert nicht wieder zurück, sondern du hältst die Spannung, streckst dein Bein aus und führst es wieder zurück. Okay? Wenn du bei dieser Übung merken solltest, dass du das nicht hinkriegst, also dass du an einem bestimmten Punkt anfängst zu kippen, also zum Beispiel hier, dann gehst du nicht so weit. Dann ist deine Aufgabe bis hierhin wieder zurück. Bis hierhin, wieder zurück. Genau an die Grenze dessen, was du kannst. Ja, und dann ist dein Ziel, 3x15 zu schaffen, erstmal in dem Bereich und dann eben irgendwann bis ganz runter zu kommen. Okay? Nächste Stufe ist, wenn du das Bein, das übt, streckst. Das heißt, das eine bleibt gebeugt und das andere geht gestreckt nach oben und hoch und runter. Ja, merkst schon, das strengt mich auch sehr an, weil ich von den Bauchmuskeln her auch nicht so gut bin und dementsprechend, das ist wirklich was, was ich auch üben muss. Durch das gestreckte Bein ist der Hebel länger und dementsprechend die Belastung höher. Am schwierigsten ist es, also das ist die Königsdisziplin, die kann ich übrigens auch nicht. Ich mache sie euch aber trotzdem vor, dann seht ihr, wie ihr es nicht machen solltet. Nämlich beide Beine gestreckt hoch und runter zu führen. Ihr könnt erstmal anfangen, indem ihr nur dieses nach unten runterlassen, seht ihr, ich kann es nicht, und dann das Ranführen mit gebeugten Beinen macht. Ja, also da weiche ich auch aus und mein Becken kippt nach vorne. Also ich würde den Kontakt mit den Socken verlieren, das kann ich wirklich gar nicht. Aber ich will es euch trotzdem nochmal zeigen. Also Beine strecken, runter, ranholen, wieder hoch. Und Stufe weiter ist halt Beine gestreckt lassen, beim Runter und beim Hochgehen. Also so. Und wieder hoch. Ja, das ist was, was ich einfach noch nicht kann. Aber wenn du schon so weit bist, dann freue ich mich mega für dich. Ich muss da erst noch hinkommen. Genau. Du hast gemerkt, es geht von leicht nach schwer. Sei ehrlich zu dir selbst, dass du dich auch wirklich da einkategorisierst, wo du tatsächlich stehst. Mach keine Übungen, die zu schwer für dich sind, weil du wirst es auf jeden Fall im Rücken merken. Also das merke ich zum Beispiel, wenn ich das mit gestreckten Beinen mache, dann merke ich die Spannung gar nicht so sehr im Bauchmuskel und vielmehr in der Rückenmuskulatur. Das heißt, es ist im Rücken anstrengend. Und eigentlich sollte das für den Rücken gar nicht anstrengend sein. Warum merke ich das im Rücken? Weil ich dadurch, dass ich das im Bauch nicht halten kann, ich versuche mich über den Rückenstrecker zu stabilisieren. Und das ist für die Rückenmuskulatur nicht gut. Dementsprechend sei ehrlich mit dir selbst und starte auf der Stufe, auf der du dich gerade befindest. Eine Variante für die exzentrische Arbeit von Bauch- und Hüftmuskulatur möchte ich dir noch zeigen, und zwar ist die im Stand. Denn natürlich ist es nett, wenn man das trainiert in Rückenlage, und da ist es auch wirklich sehr, sehr anstrengend, weil der Hebel sehr groß ist. Aber du brauchst natürlich Bauch- und Hüftmuskulatur in der Exzentrik, vor allen Dingen auch im Gehen und Laufen. Dementsprechend nutzen wir hier für den einbeinigen Stand. Das heißt, du gehst hoch in den einbeinigen Stand und lässt dein Bein langsam nach unten runter, kannst du ein bisschen vor dich tippen mit der Zehenspitze, hebst wieder an und gehst langsam wieder runter. Ja? Und da muss auch wieder der Hüftbeuger exzentrisch arbeiten, und das ist in der Funktion, die du nachher fürs Gehen dann auch brauchst. Ja? Wichtig dabei ist, wenn du das von der Seite anschaust, dass du, wenn du hochgehst, A, nicht deinen Oberkörper nach hinten legst, sondern gerade aufrecht bleibst. Also ich nehme mal meine Hand hier so zur Seite, dann siehst du das besser. Hier aufrecht bleiben. Wenn du dein Bein hier hochnimmst, dass du nicht im Rücken rund wirst, sondern dass du wirklich aufrecht bleibst. Und wenn du runter gehst, genau das Gleiche. Ja? Das heißt, du lehnst dich nicht nach hinten oder lehnst dich nach, nee, nach vorne, macht keinen Sinn. Also lehnst dich nicht nach hinten, sondern bleibst wirklich aufrecht und gerade.
und hältst die Spannung. Das heißt, du fällst auch nicht in Hohlkreuz, wenn du das machst. Davon machst du wieder auch 3x15 auf jeder Seite. Und wenn du das kannst, dann wunderbar. Wenn du alle Übungen, die ich dir heute hier gezeigt habe, in ihrer schwersten Form beherrschst und mindestens 15 Wiederholungen in 3 Durchgängen davon schaffst, dann bist du sehr, sehr gut aufgestellt, was die Exzentrik von Hüfte und Bauchmuskulatur angeht. Das heißt, du kannst natürlich noch dich weiter steigern, indem du Gewichte dazu nimmst, wenn du das möchtest. Du musst aber nicht. Du kannst dementsprechend diese Übung, ich sag mal, als Standard mit in deinem Programm drin lassen, die schwerste Variante, ja, um eben den Stand, den du dann hast, zu halten. Du musst diese Varianten von davor dann nicht mehr machen, ja? Dass du nicht nachher ein riesen Übungsprogramm hast, sondern dann reicht wirklich diese 1-2 Übungen, vielleicht die im Stand und die in Rückenlage mit gestreckten Beinen, und das ist es dann auch. Dann bist du wirklich gut aufgestellt und kannst eben den Status halten, den du brauchst für das, was du im Alltag machen möchtest. Okay, das waren die Übungen, wenn bei dir im Test der Reverse Crunch auffällig war. Das heißt, wenn du Schwierigkeiten hast mit dem exzentrischen Arbeiten von Hüft- und Bauchmuskulatur. Ich hoffe, ich konnte dir hier ganz viel mitgeben und dass du jetzt genau weißt, wie du an diesen Defiziten arbeiten kannst. Ich würde mich super freuen, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt und mir sagst, wie dir die Übung gefallen, und natürlich auch, wenn du Fragen hast, dass du die sehr, sehr gerne stellst. In den nächsten Videos wird es natürlich weitergehen mit Übung oder mit Test Nummer 3 und Nummer 4. Dementsprechend bleib gerne dabei, schau dir die nächsten Videos an, und damit du die nicht verpasst, abonniere gerne meinen Kanal. Jetzt wünsche ich dir erst einmal viel Spaß und natürlich auch viel Erfolg beim Üben, ja? Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.